Psyonix. Powered by Unreal Engine und ganz viele andere Dinge. Herzlich willkommen zu Rocket League. Und um zu testen, ob die Aufnahme auch wirklich läuft, schaue ich mal nach. Moment. Ja, sollte passen. Herzlich willkommen hier bei Rocket League. Ich habe schon mal ein Let's Rubst zu diesem Spiel gemacht. Lange, lange ist es her. Es gab auch mal ein kleines Let's Play zu diesem Spiel auf dem Kanal der rebellischen Rabauken. Könnt ihr mittlerweile immer noch finden auf YouTube. Es gab natürlich auch schon Rocket League Turniere auf einem eigens dafür kreierten Kanal. Ja, das gab's alles. Aber ich habe euch ja letztens gefragt, ey Leute, worauf habt ihr denn Bock? Was soll ich denn mal machen und so weiter und so fort? Und dann einer von euch, so, ich glaube Sintix war es, glaube ich. Er hat geschrieben, ey, Rocket League wäre mal cool. Und ey, ganz ehrlich, was bietet sich besser an für ein Let's Rubst als Rocket League? Ich meine, wir hatten es schon mal vor nicht allzu langer Zeit. Ich habe ja auch vor kurzem erst ein Video gemacht. Das heißt, vor nicht allzu langer Zeit. Ist schon richtig lange her. Das war kurz nachdem das Spiel rauskam. Habe ich schon mal ein Let's Rubst dazu gemacht, wie gesagt. Jetzt kommt ein zweites, wo wir einfach mal wieder ein bisschen daddeln wollen. Ist ja, denke ich mal, auch ein ganz nettes Spielchen hier. Und ja. Vor kurzem habe ich ja erst ein Video gemacht, wo ich ja auch gemeint habe, ich würde viel gerne mehr Rocket League spielen und ob ich es mir für die Konsole holen soll oder so. Mal schauen. Das weiß ich immer noch nicht. Ich spiele heute auf jeden Fall nochmal auf dem PC. Hab schon länger nicht mehr gespielt, also bitte hasst mich nicht dafür. Okay, für mich, alles klar. Bitte hasst mich nicht dafür, weil ich derbst schlecht sein werde. Das kann nämlich sehr, sehr gut passieren. Au! Also wie gesagt, das kann sehr gut passieren, da ich ziemlich schlecht sein werde. Heute auf jeden Fall nochmal, wow, nochmal mit dem PC und mit Maus und Tastatur ohne Konsole und so. So, wir spielen Team Blau, für alle, die das Spiel nicht kennen. Wir sind Team Blau, unsere Gegner sind Team Orange und das Ganze verhält sich so ein bisschen wie Fußball, nur halt mit Autos. Ja, man hat einen Boost. Aber ganz ehrlich, muss ich jetzt Rocket League erklären? Ich hoffe nein. Man hat einen Boost, mit dem kann man auch fliegen, wenn man ihn geschickt einsetzt. Und das ist eigentlich Rocket League. Und dann versucht man Tore zu machen. Ein Spiel geht 5 Minuten und wer am meisten Tore hat, gewinnt. Zumindest meistens. Und den Ball hab ich. Ah, der kommt böse zurück. Das ist nicht ungefährlich. Und da gute Parade von Helly aus unserem Team. Denn der Ball, der war nicht ungefährlich, wie gesagt. So. Komm, bring das Ding. Schade, hat nicht geklappt. Dann müssen wir halt nochmal nachgehen. Jetzt kommt er gefährlich. Und, Riesenmöglichkeit. Nach meiner Vorlage. Nein, nicht selbst loben. Ja, jetzt. Ja! Ja! Okay, es gibt auch einen Voice-Chat, was sehr, sehr schön ist. Nice. Und das 1-0 für unser Team durch Helly. Sehr, sehr gut. Weiter geht's. Nächste Chance. Und den habe ich ihm jetzt gelassen. Den habe ich ihm jetzt gelassen. Sowas glaubt man doch nicht. Tommy Pringles One macht das Tor. Hat ja auch hier eine tolle Taube als Banner. Und spielt übrigens auf der PlayStation. Wie man da unschwer erkennen konnte. Es gibt nämlich auf diesem Spiel Crossplay. Heißt also, man kann mit der PlayStation, mit der Xbox, soweit ich weiß auch mit der Nintendo Switch, kann man zusammen spielen. Ich glaube aber, es kann nicht sein, dass PlayStation und Xbox Spieler in einen Raum joinen. Ich glaube, das war die einzige Ausnahme. Aber PlayStation und PC Spieler geht und ich meine Xbox und PC geht per se auch. Ich weiß jetzt nur nicht, wie es mit Nintendo ist. Ob die auch... Also ich habe zumindest noch keinen Switch-Spieler... Ah, fuck, hätte ich mal schneller reagiert. Keinen Switch-Spieler irgendwo spielen sehen, sagen wir es mal so. Aber seit das Spiel für die Switch draußen ist, habe ich halt auch lange nicht mehr gespielt. Also da, ja. Kann es vielleicht auch einfach daran liegen, da ich niemanden gesehen habe. Weil das Spiel halt damals noch nicht für die Switch raus war, als ich das letzte Mal so wirklich gespielt hatte. Ah.
Mist, konnte ich jetzt nur verlängern. Das könnte auch ein Bumerang werden. Nee, sieht nochmal gut aus. Schade, habe ich nicht bekommen. Und ich hoffe, hinten ist noch einer. Hm, leider nicht. Schade. Kein Problem, Junge. Kein Problem. Ja. Da sind natürlich beide rausgegangen und Helly hatte dann auch keine Chance mehr. Na, ja, hätte vielleicht links vom Ball fahren müssen, aber selbst dann wäre es unglaublich schwierig gewesen, den noch zu kratzen. Mist, die Kurve konnte ich nicht mehr kriegen. Ich hoffe, ihr hört die Tasten nicht zu laut, ne? Weil hier muss man schon ganz schön arbeiten, wenn man hier mit Tastatur spielt. Das ist halt einfach so. Hm. Achso, man kann die Kamera auch umstellen. Einmal in der, ich verfolge nur den Ballperspektive, damit spiele ich meistens. Oder in der, ich spiele, ich verfolge nur das Autoperspektive. Oh, nice goal from Fritten Preserve. Ja, so ein Tor kann man mal machen. Sehr schön, gutes Timing. Da ist er natürlich genau perfekt aus meiner Sicht hochgesprungen. Aus seiner Sicht sehr, sehr schlecht. Nicht schlecht. Wow, sehr guter Anstoß. Ich habe ja kaum den Ball berührt. So, raus das Ding. Oh Gott. Ja, sehr schön. Und das ist unserer. Bin ja gelernter Torhüter, wie ihr vielleicht wisst. Oh, schade, da war noch einer dran. Sonst hätte das gleich das nächste Tor sein können. Oh, gut nachgegangen von Helly. Helly Melly, kann man dann nur sagen. Statt Holy Moly, wisst ihr. Resolute Defensivarbeit hier. Resolut, einfach mal alles aufräumen. Wenn man Ball nicht bekommen kann, müssen wenigstens die Spieler weg. Das ist immer das Credo. Torwartspringen ist asozial. Aber Angreifersprengen ist absolut legitim. Ist so meine persönliche Ansicht. Aber das kann natürlich jeder halten, wie er will. Es wird ja, Mist, es wird ja auch nicht bestraft, wenn man den Torwart wegsprengt. Falls jemand mit Torwart spielt. Ich weiß ja nicht, wer sowas macht. Ich bestimmt nicht. Übrigens, wenn ich sage, mit Torwart spielen, dann heißt es einfach nur, dass sich ein Spieler halt ins Tor stellt und aufpasst. Es gibt hier keine verschiedenen Positionen und verschiedenen Klassen oder sowas. Das gibt es hier nicht. Es gibt nur verschiedene Autos, die aber auch alle mehr oder weniger gleich gut sind. Also ich habe das Gefühl, das Auto, was ich hier fahre, ist beispielsweise relativ wendig im Vergleich zum Kastenwagen oder so. Ich muss aber auch ehrlich zugeben, da ich nicht viele Autos ausgetestet hatte. Das hier ist der Standardwagen, den man ganz am Anfang hat. Och Mann, jetzt hat er mich voll verwirrt. Da hatte ich mal eine Zeit lang... Boah, ich bin sogar MVP! What? Ja moin, das ist doch mal geil hier. Von wegen, oh, ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Ich bin der echte Fritte, ich heul rum. Und dann direkt mal hier wertvollster Spieler, Torvorlage. Geil, einfach nur geil. Sehr cool auf jeden Fall. Hauch von Taktik. Wahnsinniger. Okay, man kann sich jetzt neue Ränge vergeben, wie es aussieht. Auch das ist interessant. Und man kann sich mittlerweile auch eigene Clubs machen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mit den Tag FFLP. Das ist der Frittenfriseur LPs Club. Wer hätte es gedacht? Keine Ahnung, was das ist. Ist wahrscheinlich sowas wie ein Clan, vermute ich mal. Also wenn ihr diesem Frittenfriseur Let's Plays Club joinen wollt, dann sagt einfach Bescheid oder macht's einfach. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich weiß es nicht. Naja. Erstes Spiel auf jeden Fall sehr, sehr positiv gewesen. Mich wundert, dass der Helly so wenig Punkte hatte. Der war ja eigentlich auch ziemlich aktiv. Schade drum. Ranglistenspiel wurde geschlossen und im Hintergrund hört man, Beitritt läuft. Alles klar. Nächstes Spiel. Battlegrass. Das Spiel gab es mal für die PlayStation 1 oder 2 oder so. Ewig her. Auch immer ganz wichtig. Good luck, have fun. Muss man auch immer schreiben, wisst ihr. Das ist ganz wichtig. Weil sonst wird man kein Glück haben und auch keinen Spaß. Und das sollte man nicht machen. Oh, gut gehalten, Alter. Und sorry für den Bums. Sehr gut. Man sollte niemals Bälle so klären,
dass sie genau vorm eigenen Tor landen. Das ist tödlich. Wirklich sehr, sehr tödlich. Also das, was ich gerade eben gemacht habe, nicht nachmachen, liebe Kinder. Mist. Schade. Denn das kann böse ausgehen. Man kann wirklich alles machen, aber Bälle in die Mitte klären ist das Allerschlimmste. Und jetzt, jo, da ist die Führung von Niki. Niki, Papa, beste Rindfahrer aller Zeiten. Sehr schön. Hat sich da mal ganz, ganz alleine gegen die Rockband Matzen gegen Matzen durchgesetzt. Auch wichtig beim Anstoß immer die verschiedenen Taktiken. Sehr gut gemacht von Rocky. Geht er aufs Tor? Nee, geht er leider nicht. Ah, Niki erhöht nochmal den Druck. Ich bleib gerade mal hinten, weil so Situationen kann auch immer was entstehen. Ja, aber in der Situation eher was für uns. Da sind alle drei von Orange draufgegangen. Und dann hatte keiner mehr eine Chance zu verteidigen. Und Niki bedankt sich. Nicht schlecht. Sehr gut, Niki hat ihn, sagt er. Oder sie. Ja, Junge, geh nicht hin. Geh bitte nicht hin. Was war denn das? Niki fährt mal ganz entspannt am Ball vorbei und dann ist natürlich die Ecke offen. Keine Ahnung, was das sollte. Oh, das ist gar nicht mal schlecht. Schade. Und Rocky macht das Tor. Wow. Toller Clan-Tag übrigens. Einfach sexy. Gut genutzt, die Chance. Was ist denn hier los? Warum haben wir nur so komische Gegner, wo wir alles gewinnen, ey? Achso, nee, ja, gut, dann ist es okay. Wenn er verteidigen will, dann soll er jetzt mal verteidigen. Das ist in Ordnung. Ja, klappt gut, auf jeden Fall. Klappt gut. Ja, klappt gut. Ja, klappt auf jeden Fall gut. Nein, okay, ich hasse es, wenn man immer seine Mitspieler so niedermacht. Das, da bin ich kein Fan von. Oh, der könnte gefährlich werden. Niki, komm, du hast den, Junge. Niki! Okay, Entschuldigung, ich bin mal dazwischen gegangen. Bevor hier irgendwas Blödes passiert, wofür wir uns dann alle wieder schämen müssen. Dann schäme die sich! Ah! Nein, keine Asitoni-Referenzen. Es ist zu früh für sowas. Oh nein, ich habe den Ball nicht bekommen. Okay, sehr gut geklärt von Rocky. Und jetzt gibt es den nächsten Angriff. Aber leider unterbunden. Und ich treffe den Ball nicht. Nicht gut. Junge geht ruff. Sehr schön. Irgendwer ist explodiert. Passt. Explosionen sind immer okay. Werden ja sogar mit Punkten belohnt. Also es ist tatsächlich nichts Böses. So, sorry. Wobei es natürlich asozial ist, ne? Aber auf der anderen Seite, es ist wie ein guter Check im Eishockey. Es gehört einfach dazu. So, Niki, was machst du, mein Jung? Ach, bin ich schlecht. Aber Rocky ist wieder zur Stelle. Oh, gefährlich. Der kam richtig eklig. Jetzt kommt er nochmal. Aber jetzt ist die Bahn frei für einen Konter. Und Niki schließt ihn ab. Sehr schön, Jungs. Sehr, sehr schön. Das sind halt diese Momente, auf die man lauern muss. Gerade auch, wenn man als Torwart spielt in Rocket League, dann geht sowas ganz, ganz einfach mal. Da versucht die gegnerische Mannschaft einen gefährlichen Angriff zu entfalten. Kann auch gut gehen. Also diese Bandenpässe nebens Tor und dann prallt er nochmal in die Mitte ab. Das kann gefährlich sein, aber halt in beide Richtungen, wie man gesehen hat. Okay. Ja, sehr gut. Geblockt. Niki. Ach, kriegt den Ball nicht. Schade. Nicht perfekt getroffen, sonst wäre der jetzt schon drin. Oder halbwegs drin. An dem Ball hätte ich gehen müssen, ich weiß. Aber eigentlich
Es ist immer schwierig, wenn man halt mit Leuten zusammenspielt, die man, mit denen man sich nicht verständigen kann und die man nicht kennt. Normalerweise wäre ich dann auf den Ball draufgegangen, aber das Problem ist halt, ich weiß nicht, ob Rocky an den Ball da drauf geht, weißt du? Ich kenne ihn ja nicht. Vielleicht macht das dann auch selbst. Und dann ist natürlich Polen offen, aber alles gut, 5-2. Ja, Empty Net. Möglichkeit und die lässt sich Rocky nicht nehmen. Und da gewinnen wir sogar durch eine Aufgabe. Sehr schön. Was hat der für einen coolen Skin hier? Alles klar, next game, würde ich sagen. Next game. 20 Punkte haben wir nur einspielen können in dem Spiel. Das war ja nicht viel. Gerade eben noch MVP und jetzt so eine richtige Nullnummer. 20 Punkte. Wie kann man nur 20 Punkte kriegen? Aber war ich mal irgendwie schnellster beim Anstoß oder so? Das war's? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also heftig. Aber gut. So ist es halt. Auf in die nächste Runde. So, Beitritt. Was geht ab? Ich sehe nichts. Dodge-Bewegung nach vorne, um Geschwindigkeit aufzunehmen, ohne deinen Boost nutzen zu müssen. Ja, die werde ich benutzen. Danke für diesen Tippspiel. So, next game. Alle haben scheiß Ping, außer ich. Das freut mich sehr. Ich hoffe, meinen Teamkollegen geht es gleich besser. Denn mit so einem Ping macht Rocket League tatsächlich keinen Spaß. Oh, oh. Uff, erste gefährliche Möglichkeit gleich mal nach ein paar Sekunden. So, Junge, du hast das Ding. Ich weiß es. Guck mal, der kommt doch gar nicht mal schlecht. Der kommt doch gar nicht mal schlecht, Junge. Schade. So, Torschuss. Schon mal 10 Punkte. Boah, ich habe jetzt schon meine Punktzahl von eben. Oh mein Gott. Was war das denn gerade für eine Nullnummer? Oh ja, 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 ja. Und, ah, oh, geblockt. Die Sau. Ja, Junge, auf geht's. Schade. Ach, Mann, es ruckelt so ganz, ganz leicht. Ich weiß nicht, ob man es im Video erkennen kann. Aber das ist tödlich in so einem Spiel wie Rocket League, wo wirklich alles auf höchste Präzision ausgelegt ist. Da muss alles zu 100% funktionieren, sonst funktioniert es nicht. Ah ja. Sehr schön. So, mal rüber gespielt. Warum nicht? Aber damit haben die Kollegen nicht gerechnet. Schade. Ja, das geht auch. Aber jetzt ist natürlich keiner im Tor. Nochmal gut. Nochmal Glück gehabt. Sagen wir es mal so. Ich möchte das Wort gut gar nicht in den Mund nehmen. Wer sind eigentlich meine Mitspieler? Endless Black und Mr. Robert irgendwas. Robertin. One. Ja. Ja, ja, kann man mal machen. Kann man mal so machen. Kann man mal so machen. Was war das denn? Alles geplant, alles geplant. Alter, was ein Tor. Sehr schön. Okay. Ich bin nicht der Einzige, der Anstöße nicht kann, wie es aussieht. Mist. Oh, sehr gut geblockt. Sehr, sehr gut. Robertin, Hasten? Nö. Habe ich ein bisschen lang gewartet. Ah, sorry. In die Mitte, Jungs, in die Mitte! Der muss kommen! Eieiei. Da stehen sie zu zweit auf dem Flügel. Oh, das ist sehr gut. Schade. Ah.
Junge, ich kann alles schaffen. Okay, schade. An sich war der Pass gar nicht mal schlecht. Da hätte man, durchaus was draus machen können. Oh mein Gott, was mache ich da? Ah, sorry. Das war natürlich die Vorlage auf Doom. Ne? In die Mitte vors Tor. Ich sag's ja immer wieder. Beziehungsweise ich hab's bis jetzt nur einmal gesagt, aber mein Gott. Ran da. Okay. Das ist ein guter Anstoß für uns. Schade. Ja, komm. Ja, sehr gut. Ah, schade. Nicht aufs Tor gebracht. Okay, sehr gut. Nicht alle stellen sich hier scheiße an. Immerhin einer behält immer noch die Nerven. Oh. Jetzt habe ich den Ball nicht erwischt, nur den Mitspieler. Den Kollege hier. Jetzt heißt es Achtung. Gut. Hauptsache, das Ding ist erstmal weg. Ach, jetzt erwischt er mich hier im Flug, ey. Kein Problem. Weiß zwar nicht, ob das sorry mir galt. Ich glaube nicht. Ja, Mitte, Mitte, Mitte. Junge. Bring das Ding doch einfach mal hoch rein. Ach, scheiße. Scheiße. Einfach mal ein hohes Ding. In die Mitte. Mehr will ich doch gar nicht. Boah, so krass war die jetzt nicht, aber danke. Ah, Mist. Och, Kines. Letzten 30 Sekunden in diesem schönen Spielchen. Mann, warum klappt denn nie was? Ja, komm. Scheiß Hickhack da, ey. Das ist so ein Hickhack. Na, Mann. 4, 3, 2, nochmal rausklären. Lieber in Richtung eigenes Tor schießen. Ah ne, du hast den. Sorry, ich bin dumm. Okay. Wenn es unentschieden spielt, steht, gibt es übrigens Verlängerung, solange bis einer trifft. Also auch wie beim Eishockey. Rocket League ist allgemein ziemlich nah am Eishockey dran. Viele sagen ja, es wäre Fußball mit Autos. Ich meine, ja, irgendwo ja. Es ist halt ein Ball und man hat ein Rasenplatz, das stimmt schon, zumindest meistens. Wobei es ja auch einen Eishockey-Modus gibt, theoretisch. Will nur keiner spielen, irgendwie, weil der Puck scheiße ist. Aber rein von den Regeln her und so, jetzt habe ich Kollegen hier volles Nitro weggenommen. Zweimal! Ich bin Asso. Ah Mann, warum treffe ich diesen Ball denn nicht? Mist, ey. Ohrenstopfen-Massaker. Auch schon wieder. Oh Mann, Rückwärtsschuss geht auch. Ach, schade. Oh, yes, und freigeblockt. Geil. Geil. Da habe ich den Torwart so ein bisschen abgeräumt, glaube ich. Natürlich nicht aus Absicht, ich bin ja einfach nur reingehüpft, um den Ball zu kriegen. Ja, sehr schön. Ups, warum Caps Lock? Well played. Sehr schönes Spiel, wieder mal gewonnen. Sehr schön, fein, fein. Wöchentliche Siege, bla bla, ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Alles wurde geändert in Rocket League. Naja, 230 Punkte, das ist schon besser. Es ist nicht perfekt, aber es ist besser. So, gehen wir doch mal neues Spiel suchen. Extra Modes, Dropshot, Körbe schneefrei. Komm, wir spielen mal schneefrei. Diesmal ranglos. Gucken wir mal, ob wir da jemanden finden. Das ist dann eben diese Eishockey-Version. Und danach können wir noch eine Runde Körbe spielen, wenn wir schon dabei sind. Nicht Kirby, sondern Körbe.
Das ist dann die Basketball-Variante von Rocket League. Die auch sehr cool ist, muss ich sagen. So, ihr seht's. Es gibt diesmal einen Puck. Was eigentlich auch ganz lustig ist. Es ist gut, dass da in der Mitte so ein weißer Punkt ist. Sonst würde man den Puck wirklich teilweise gar nicht sehen. So, sehr gut. Aber ich mag die Physik von dem Ding einfach nicht. Die Ballphysik fühlt sich so viel richtiger an, als die Physik von diesem riesigen Puck. Und außerdem ist er viel zu groß. Ich meine, Eishockey ist ja unter anderem deshalb so spannend, weil der Puck eben so klein ist und überall durchflutschen kann, ne? Und hier ist er einfach viel zu groß. Oh, den kriegt er. Boah, sehr schön. Shamwai macht das. Oder Samwai macht das 1-0 für unser Team. Nachdem Catmat genau das gemacht hat, was ich die ganze Zeit predige. Kläre nie vors eigene Tor. Aber das ist wiederum halt auch eine Fußballerweisheit. Die aber auch im Eishockey absolut sinnvoll ist. Aber es ist ja auch, glaube ich, in jedem Spiel, wo es ein Tor gibt, ist das einfach sinnvoll. Einfach nicht vors Tor zu klären, weil, ja, wo kann jemand denn ein Tor schießen? Am besten direkt vorm Tor, ne? Und den kriege ich nicht, aber Samurai kriegt ihn und damit kommt er nochmal richtig gefährlich, aber am Tor vorbei. Schade. Ah, bitter. Gute Chance eigentlich und jetzt kommt er nochmal richtig eklig. Aua. Okay, sehr gut, Samwise. Und der Puck trudelt nach vorne. Wird aber nochmal böse gestoppt. Okay, gut. Habe ich meinen Stürmer aus dem Weg geräumt. Das ist auch okay. Parade. Sehr gut. Erstmal wieder geklärt. Aber wir kommen jetzt mehr unter Druck. Team Rot gibt jetzt langsam mehr Gas. Oh nein, ich war zu doof. Wie gesagt, die Physik von diesem Puck ist so eine Sache. Ich kann sie nicht ganz einschätzen, sage ich ganz ehrlich. Das war ja risikoreich. Oh oh. Oh ho, 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 ho. Kein Problem. Ah, da bin ich jetzt leider nicht, schade. Oh, gibt aber ein Tor, weil Samwise wieder zur Stelle ist. Hat da selbst die Flanke reingebracht. Ja, und die war wirklich tödlich. Richtig, richtig gut. Boah. Gute Vorlage irgendwo. Und gut geblockt. Wieder mal von Samwise und jetzt ist das Tor komplett offen. Eieiei, unfassbar, ey. Aber war. Hätte er einfach mal liegen lassen. Aber er hat ja im Rücken halt auch keine Augen. Klar, er könnte den hier machen, aber. Wer denkt da schon dran in dem Moment? Wenn du alleine vorm Tor stehst. Gefühlt alleine. Ja, Jungs, macht ihn selbst gefährlich. Kein Problem. Und ich bin zu doof. Mann! Samuel, ganz viel Ruhe da am Puck. Und das ist wirklich einfach nur stark gemacht. Schlechte Parade halt auch irgendwo, aber. Samwise entscheidet hier das Spiel. Und der liebe Gessi Dutchman hat das Spiel verlassen. Schade, schade. Damit unsere Gegner nur zu zweit. Könnte aber sein, dass jemand nachrückt, denn. Oh ne, es ist ein Wettkampf. Okay, wenn da oben Wettkampf steht, dann kann es nicht sein. Das ist ein sogenanntes Ranked-Spiel. Heißt also, es gibt Punkte dafür und so weiter und man kann Rang aufsteigen oder absteigen und so weiter und so fort. Wer es ein sogenanntes zwangloses Spiel ist, boah, gefährliche Reingabe. Bei einem sogenannten zwanglosen Spiel könnte jetzt ein random Spieler, der gerade auch ein 3 gegen 3 schneefrei Gedöns sucht, könnte er dann eben nachjoinen. Aber es geht halt beim Wettkampf nicht. Da darf man sich nicht drücken. Und Samurai, Wahnsinn. Wahnsinn, der Typ.
Der wird hier der VIP und das völlig verdient. Ja, und damit geben die anderen auch auf, verstehe ich. Absolutes GG, vor allen Dingen an Samurai. 4 Tore, Ausnahmetalent, ja, das kann man wirklich so sagen. Sehr, sehr stark. Buschmesser habe ich bekommen für mein Auto. Und ein Verkehrshütchen und irgendwelchen Kram. Und eine Kiste, die ich kaufen könnte mit Echtgeld. Aber darauf habe ich keinen Bock. Replay speichern möchte ich nicht. So, und jetzt machen wir mal Körbe. 2 gegen 2 Körbe. Gucken wir mal, ob wir da ein Spiel finden. Machen wir das noch und dann soll es auch gewesen sein, sonst wird die Folge hier so extrem lang. Aber ich muss halt sagen, Rocket League macht einfach mega Bock. Also wer es noch nicht gespielt hat, ich kann es wirklich jedem empfehlen. Und ich habe es auch einigen Leuten schon empfohlen. Und es haben auch viele getestet. Und bislang jeder, wirklich jeder, ausnahmslos jeder, fand das Spiel mega geil. Sogar Leute, die sonst eigentlich nicht viele Videospiele spielen. Und eher so die Casual Gamer sind, fanden das geil. So, Hangars, irgendwas... ist mein Teamkollege. Und los geht's mit Basketball. Ihr seht's, ähnliches Prinzip. Nur, dass hier halt nicht auf Tore gespielt wird, sondern auf Körbe. Wie im Basketball halt, ne? Schießen! Verstehe ich immer. Und das war nix. Ja, Junge, bring ihn mal Richtung eigenen Korb. Jo, was machen die denn da? Mist. Kriegt halt auch nichts hin. Ja. Oh nein! Ich habe ihn, glaube ich, gerade voll rausgeklärt. Ich glaube, der wäre reingegangen. Aber nicht, dank mir nicht. So, ab nach vorne, Junge. Angsthase. Schießen, höre ich die ganze Zeit. Ich weiß auch gar nicht, was die wirklich sagen. Komm, jetzt aber. Ja, komm, lass einfach reingehen. Yes. Gilt sogar als mein Tor. Dankeschön. Guter Schuss. Rot hat ein Eigentor gemacht. Wenn die ein Eigentor machen, zählt es halt als Tor von dem, der zuletzt dran war. Ebenso wie im Eishockey übrigens. Und damit Eigentor. Also Tor für mich sozusagen. Schade. Ach, ich bin so doof. Boah, das war beinahe richtig stark. Beinahe. Nein! Ah, Mist. Sonst ein Bar macht das Tor. Und warum will er jetzt aufgeben? Weil man kann abstimmen, ob man aufgeben möchte. Wenn man irgendwie 6-0 zurückliegt oder sowas, kann man das machen. Aber bei einem 1-1 verstehe ich es nicht. Wahrscheinlich, weil ich so ein Opfer bin. Und so derbe schlecht! Oh Gott. Das ist nicht gut. Ach, dann zum Glück außerhalb. Das ist gut. Kann auch im Basketball-Modus theoretisch als Torwart spielen. Dann muss man halt nur sehr, sehr gut fliegen können. Aber das sollte man sowieso als Torhüter. Sonst ist man aufgeschmissen. Mist. Was singen die denn da? Und der ist gefährlich an den Ring. Eieiei. Oh nein. Boah, saugute Parade. What the hell, wo hat er den denn hergeholt? Der war ja eigentlich schon drin. Nein. Warte mal den Ball da weg. Ups. Wollte natürlich wirklich den Ball spielen, also jetzt ohne Witz.
Au. Oh, warum fährt er mir jetzt hinterher, Mann? Sorry. Er wird mich jetzt hassen. Er wird mich definitiv hassen. Weil der wäre halt auch einfach so reingegangen. Ja, wobei, vielleicht wäre noch ein Roter dran gewesen. So wurde es nochmal schwieriger. Aber er wäre, es ist sein Tor. Sagen wir es mal so. Es ist eigentlich ist es sein Korb. Ich bin ein Arsch. Bin ich doof. Vielleicht sollte man in dem Modus nicht den ganzen Boost ausgeben, um schnell in der Mitte zu sein. Denn es ist nicht normal, das Rocket League. Man muss ja mit dem Boost auch noch fliegen. Eieiei. Bumm. Ist er drin? Ja, nö, ist er nicht. Au, könnt ihr mal aufhören, mich rumzuschubsen? Ach. Jo, sehr gut. Auch okay. Nice one. Wollte ihn eigentlich noch abfangen, aber er ist zum Glück auf der Innenseite des Rings gelandet und damit ein Tor. Korb vielmehr. Oh, ich bin so schlecht. Ich bin ja schon bei normalen Anstößen immer überfordert, aber hier ist es ja noch schlimmer. Ich bin so besoffen manchmal. Aber so ist das halt, ne? So läuft das. Man muss auch manchmal besoffen Rocket League spielen. Ich bin natürlich nicht wirklich besoffen. Don't drink and drive natürlich. Aber ich meine, man muss auch mal unorthodox spielen. Uff, ich weiß jetzt nicht, ob ich es war oder er. Keine Ahnung, auf jeden Fall gut geklärt. Sehr schön. Und jetzt bring das Ding, Junge. Bring das Ding nach vorne. Sau gut. Sau, sau gut. Und ich bleib am Ring hängen, ey. Es ist so nervig. Das ist, glaube ich, schon das zweite Mal, dass ich hier irgendwo am Ring hängen bleib. Gefährlich. Und wir klären das Ding. Und komm schon. Gewinn das Ding. Sehr gut. So, das war's also zu Rocket League. Noch ein schöner Sieg hier. Und schon wieder MVP. Das finde ich absolut schmeichelhaft und viel zu übertrieben. Denn so gut war ich nicht. Also, da war mein Teamkollege deutlich besser, fand ich. Aber okay. Ja, das war Rocket League. Mal wieder ein Let's Raps, ein kleines. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier zuzusehen. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Okay. Keine Ahnung, ob es mir davon geben wird. Selbst wenn ihr es in die Kommentare schreibt, bin ich ganz ehrlich, weil. Ja, ist zumindest nicht geplant. Aber hat Spaß gemacht. Und ich hoffe euch auch zum Zusehen. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße, euer Fritte. Ciao. Wow.